Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück. Wir schauen uns die Neuzugänge aus dem Januar 2019 an und stellen uns gemeinsam die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Laut meiner Statistik sind im Januar 15 bzw. 16 Bücher bei mir eingezogen. Ich weiß gar nicht, was das eine war, warum ich das nicht auf dem Sub gewertet hat. Ob das ein Buch war, was ich im Grunde bekommen habe, obwohl ich es schon mal hatte. Also das ist ja ganz oft so, wenn dann ein Highlight bei mir einzieht oder ein Testlesebuch und das echte Buch zieht bei mir ein. Aber ich denke, das werden wir im Video jetzt sehen. Ich blende es euch wieder ein und dann schauen wir uns gemeinsam an, ja, was schon gelesen ist, was davon hängen geblieben ist und was noch ungelesen im Regal steht. Hui, da hatte die Steffi aber noch sehr, sehr kurze Haare. Echt unglaublich. Ja, ich bin da selbst immer ganz überrascht. Das erste Buch ist das Hörbuch Die Frauen vom Löwenhof von Corinna Bohmann. Das ist Solveigs Versprechen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der zweite oder dritte Teil war. Ich habe die ganze Reihe sehr, sehr gemocht. Besonders der erste Teil hat mir unfassbar gut gefallen. Wir sind hier ja in Schweden. Und ja, Corinna Bohmann hat hier wirklich ein ganz, ganz tolles historisches Setting hinbekommen und hat uns ja die Zeit Ende 1800 irgendwas gezeigt, Anfang 1900. Und wir verfolgen ja drei Generationen auf diesem Löwenhof, ja, der auch ein bisschen was Adliges uns erklärt in Schweden und auch mit dem Königshaus. Und wir haben da auch Pferde und natürlich auch so die Entwicklung der Frauen zu der damaligen Zeit. Und das war eine ganz, ganz tolle Reihe, auch sehr gut gesprochen. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Von Miriam Olden habe, ich kann es gerade nicht lesen, hat mich sehr angesprochen damals vom Cover, weil ich das total toll fand. Ich habe es gelesen. Ich mag auch dieses Zitat unglaublich gerne und ich glaube, daran sollte man sich manchmal durchaus halten. Ich kriege aber die Geschichte nicht mehr so richtig zusammen. Ich kann es auch gar nicht sagen, ob ich die gut fand oder nicht. Ich habe da keine Erinnerung dran, das ist echt erschreckend, aber ich weiß, dass ich es gelesen habe und dass es eben auch wirklich um eine Frau ging, die irgendwann ja so in den mittleren Jahren beschließt, ja, irgendwohin auszuwandern, vermutlich, das würde den Koffer erklären. Ich kriege es tatsächlich nicht mehr zusammen. Ich weiß, ich habe es gelesen, ja. Mehr fällt mir gefühlt aber tatsächlich nicht dazu ein. Außer, dass mir das Cover, wenn ich jetzt hingucke, immer noch super gut gefällt. Und ich verstehen kann, dass mir das Cover gut gefallen hat. Ich glaube, wenn ich mich so wenig dran erinnere, vielleicht habe ich es tatsächlich auch nicht beendet, dass es mir so wenig gefallen hat, dass ich beschlossen habe, ja, das kann weg. Keine Ahnung. Dann ist Night Flyers von Georgia Martin bei mir eingezogen. Da gab es ja im letzten Jahr auch die Serie auf Netflix und vor dieser Serie wollte ich das Buch von ihm lesen. Bevor er das Lied von Eis und Feuer als High Fantasy gestartet hat, ist er ja relativ bekannt für seine Science-Fiction-Geschichten. Was mich sehr geärgert hat, war, dass Night Flyers in das Buch der irgendwas. Er hat zwei dicke Sammelbände. Ich habe auch einen, das Buch Der Traum der Lieder, ich krieg's nicht mehr hin, habe auf jeden Fall einen dieser zwei Sammelbände und tatsächlich ist das eine Geschichte daraus. Leider ist das überhaupt nicht daraus hervorgegangen, was ich schon sehr ärgerlich fand, weil ich glaube, das Buch hat also 10, 12 Euro bestimmt gekostet. Ist ja auch nur eine Kurzgeschichte, eine Novelle. Und ich fand es halt so schade, dass man wirklich sehr stark recherchieren musste, um herauszufinden, dass das eigentlich schon in dem Band drin ist. Und ja, mir hat die Geschichte auch nicht so gut gefallen. Ich fand diesen, also wir sind hier ja im Weltall, in einem Raumschiff und da war auch irgendwas mit einer künstlichen Intelligenz und mir hat es nicht so richtig gut gefallen, weil ich glaube, all das, was ich spannend fand, viel zu schnell geschah und wo ich eigentlich erwartet hatte, daraus entsteht die Geschichte. Mir hat auch die Serie nicht sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe dann in der zweiten Folge auch aufgehört. Das war es irgendwie nicht so richtig. Ganz anders, Die Frauen von Troja, Tochter des Sturms von Emilia Hauser. Das ist der erste Teil, ich glaube, einer Trilogie. Hierbei kümmert man sich aber tatsächlich nur im ersten Teil wirklich um Troja, um die Geschichte von Homer aus der Ilias, um den Trojanischen Krieg. Und wir erleben hier eben die Geschichte aus dem Blickwinkel verschiedener Frauen, während man ja bei Homer eher den Blickwinkel ja von Achill erlebt, von Patroklos, von Odysseus. Und dann bei den Trojanern haben wir sehr viel von Paris und Hektor. Erleben wir hier die Geschichte eben von beiden
Seiten und haben Frauen, die uns ihre Geschichte erzählen. Also sei es ja im Grunde jemand, der einen sehr starken Bezug zu Achill hat, während wir aber natürlich auch im königlichen Hofe von Troja sind. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen, einfach weil es das die Geschichte einfach mal von anderen Blickwinkeln erzählt hat, nicht direkt von den Protagonisten, und das fand ich richtig gut. Ja, auch von Jack Heath, Blake, fand ich richtig, richtig toll. Ein sehr gelungener Thriller. Wir haben hier nämlich jemanden, der gewisse Blutkonserven benötigt, aber einfach von seinem Wissen und von seiner Analytik unfassbar gut ist und eben auch Fälle sehr gut löst. Es sollte irgendwie auch so eine Mischung aus Dexter und Sherlock und irgendwas sein. Ich kenne Dexter nicht. Fand aber den Thriller durchaus sehr spannend und sehr rasant erzählt. Ich mochte unseren Protagonisten super gerne, obwohl er das Blutige so natürlich mitbringt. Ich fand auch den Fall sehr spannend, den wir gelöst haben. Ich weiß gar nicht, ob das weitergeht, ob das eine Reihe ist, ob wir noch mehr von Blake lesen werden. Ich fand's gut. Ich mochte den Thriller sehr gerne. Ja, zum Geburtstag habe ich zweimal die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll geschenkt bekommen. Einmal in Deutsch und einmal in Englisch, was ich richtig toll fand. Ich habe ja relativ lange ein Bullet Journal geführt und fand es super schön, dass Ryder Carroll uns hier seine ursprüngliche Idee, den ursprünglichen Gedanken seines Bullet Journals erklärt. Er hat das erfunden, erklärt also, was es damit auf sich hat, mit diesen Bullets, mit diesen Punkten, mit was es mit seiner Monats-, Wochen-, Tagesplanung auf sich hat, mit seinen Zielen, mit seinen Trackern. Und das macht er richtig, richtig toll. Also ich bin auch im Englischen sehr, sehr gut zurechtgekommen mit den Erklärungen. Habe, glaube ich, nur zwei oder dreimal in die deutsche Fassung gespickt. Und habe aber dann ja selbst letztes Jahr, bin ich wieder umgestiegen auf den Filofax, also einen vorgefertigten Kalender, und bin damit jetzt gerade sehr glücklich. Ich habe einiges aus dem Bullet Journal mitgenommen, habe mir auch direkt gepunktetes, vorgeschnittenes Papier für meine Personal Größe bestellt und habe einiges mitgenommen in meinen Filofax, aber ich hatte irgendwann im Jahr einfach nicht mehr die Muse, meinen Kalender selbst zu gestalten, selbst zu mir Gedanken darüber zu machen, wie soll das aussehen. Und dennoch kann ich für jeden, der ein Planer ist, dieses Buch absolut empfehlen, sowohl in Deutsch als dann auch in der englischen Sprache. Dann habe ich von Elena Brower Entdecke dich, ein Achtsamkeitsjournal bekommen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich den Blick nach innen gerichtet hat. Man hat sehr viel zum Ausfüllen gehabt, sehr viele Gedankengänge gehabt. Ich hätte mir, soweit ich mich erinnere, ein bisschen mehr Input gewünscht. Also es nützt nichts, immer nur Output zu geben, wenn einem etwas fehlt. Also wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ich fand es gut, fand aber, dass es für Anfänger jetzt nicht ganz so geeignet ist, weil man muss schon ein bisschen was mitnehmen, um manche Gedankengänge zu verstehen, um zu verstehen, warum manche Fragen etwas in einem bewirken. Ja, ich fand es aber gut, ich habe es gerne ausgefüllt und es hat auf jeden Fall auch in mir gearbeitet und war nachhaltig, auf jeden Fall sehr spannend, auch von der Gestaltung her richtig, richtig schön. Dann ist bei mir ein Chris Carter eingezogen, I'm Death, der Todmacher, und das ist jetzt tatsächlich das erste Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Von Chris Carter schwärmen 3-4 Leute in meinem Umfeld wirklich sehr stark, unter anderem ja auch die liebe Paddy. Und mir hat das eine Kollegin in die Hand gedrückt, der ihr Mann eigentlich sehr blutrünstige Thriller liest und mag. Und dem war es aber zu viel. Und dann hat sie gesagt, doch, du liest doch Stephen King, nimm dir das mal mit. Also ich finde ja Stephen King nicht immer blutrünstig, von daher war diese Erklärung nicht ganz gut. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich glaube, ich war im letzten Jahr nicht in blutiger Thriller-Laune. Von daher ist es noch nicht gelesen worden, aber steht hier noch. Es ist auch noch auf meiner Leseliste und ich freue mich da wirklich sehr darauf, das dann irgendwann anzugehen, vielleicht tatsächlich in diesem Jahr. Ich hatte auch Paddy gefragt, ob ich das unabhängig lesen kann, und sie hat das bestätigt. Und deswegen wird es auf jeden Fall in diesem Jahr dann von mir gelesen. Dann war ich ja im Troja-Fieber, dank des ersten Buches von vorhin. Und dann habe ich mir das Lied des Achill geholt von Madeline Miller und habe das auch ziemlich zeitnah dann auch gelesen. Hier bezieht es sich dann eben auch wieder auf den Trojanischen Krieg. Wir beziehen uns sehr
auf die Geschichte von Achill und von Patroklos, auf die besondere Freundschaft der beiden und natürlich auch auf den legendären Kampf dann von Achill und Hektor. Und das hat mir sehr gut gefallen, habe ich in sehr positiven Erinnerungen. Anders als früher war alles leichter von Simone Meyer. Ich glaube, dass ich das irgendwie nicht lustig fand. Ich glaube, ich habe es auch geschenkt bekommen. Eine Freundin, wenn ich mich recht erinnere, war der Meinung, dass das genau unser Humor ist und mein Humor war es leider nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das gefallen hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das abgebrochen habe. Ich weiß nicht, ich fand es, glaube ich, irgendwie nicht lustig. Aber ich kann mich auch wirklich nicht daran erinnern, das ist für mich immer ein Zeichen, dass es dann eben auch einfach nicht gut war, dass mir irgendwas nicht gefallen hat, dass ich es am Ende vielleicht gar nicht beendet habe. Und ja, ich glaube, das ist in dem Fall einfach so. Ich glaube, so war es dann auch mit Om Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexandra Reinwart. Sehr gehypt, diese ganzen Reihen der Autorinnen. Da gibt es ja 2, 3, 4, 5 unterschiedliche Bücher. Wurde mir, glaube ich, das ja auch zum Geburtstag geschenkt, wenn es nicht über einen Avell-Gutschein war oder war es Rebuy. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe im Januar auch mit einer Freundin, ich glaube, bei Avell bestellt. Und da bekomme ich dann im Grunde immer einen Geburtstagsgutschein und ja, hat mir nicht gefallen. Ich fand das, ich habe nur in Erinnerung, dass ich wohl sehr oft Augen gerollt habe, dass ich sehr genervt war, dass ich von diesen Stereotypen und auch von den Gedankengängen und auch die Ausdrucksweise, glaube ich, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das dann zu Ende gelesen habe. Aber ich, wenn ich das so sehe, bin ich schon gefühlt innerlich sehr genervt. Und ich glaube, das sagt dann auch schon alles über ein Buch. Also ja, aber ja. Dann ist der zweite Teil von Rat der Neuen rausgekommen. Gegen das Schicksal von Veronica Ross habe ich mir als Hörbuch gehört. Ich hatte auch das erste Buch, gelesen, habe es aber dann nochmal als Hörbuch gereadet und habe dann auch den zweiten Band gehört. Und ich fand ja den ersten Teil nach dem etwas sehr zähen, verwirrenden und langweiligen Drittel unfassbar spannend. Ich habe das mit irgendwem zusammen gelesen, als es gleich vor 2 Jahren oder länger herausgekommen ist. Fand's mega geil. Ich habe am Ende wirklich alles weggesuchtet. Ich musste lesen. Und ich fand diese Mischung aus Science-Fiction, Dystopie, aber gleichzeitig so High-Fantasy, eine ganz andere Welt mit Bestimmungen und eben diesem Schicksal. Ich fand das wirklich großartig. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Und auch der zweite hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, er kam gedanklich nicht ganz an den ersten Teil ran. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob es dann noch einen dritten Teil gibt oder ob das jetzt schon das Ende der Reihe war, der Dialogie. Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Aber ich weiß, dass ich den zweiten an mancher Stelle auch wieder ein bisschen lang fand. Und also er war nicht so ein Highlight, wie es der erste Teil war. Obwohl auch der erste Teil wirklich diese totale Durcheinander-Erzählweise hatte, die manche ja sehr gestört hat. Mich nicht, aber... Ja, aber auf jeden Fall auch gelesen. Und wobei ich jetzt echt nicht mehr weiß. Ja. Dann ist Laufen, Essen, Schlafen von Christine Türmer bei mir eingezogen. Die ist mir aufgefallen im Weltwach-Podcast. Das ist, glaube ich, die Frau, die die meisten Strecken gewandert, gelaufen ist. Und ich fand die in dem Interview super sympathisch. Ich fand die sehr geerdet, aber auch mit Gedankengängen, die ich ganz, ganz toll fand. Und das Buch habe ich mir dann geholt. Ich weiß gar nicht, ob es neu war oder ob ich es mir gebraucht geholt habe. Ist noch nicht gelesen. Also das zweite Buch, was noch nicht gelesen ist. Ich hatte es letztes Jahr einer Freundin ausgeliehen, die es im Urlaub gelesen hat und der es gut gefallen hat. Und ich glaube, dass es für mich dieses Jahr auch eins ist. Wäre für mich so ein klassisches Frühlingsbuch, um so in diese Rauswärtsstimmung zu kommen. Und ich werde mir das für dieses Jahr aber ganz hochlegen auf den Sub, was ich ja sehr oft mit den noch nicht gelesenen Büchern aus diesem Video mache. Also ich nehme ja jetzt nicht vor, die im nächsten 2, 3 Monate zu lesen, aber man erinnert sich dran. Dann Das Haus der vergessenen Bücher von Christopher Morley ist mittlerweile gelesen. Habe ich, glaube ich, so Ende letzten Jahres gelesen, September, Oktober. Und klang vom Klappentext richtig, richtig schön. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer davon so geschwärmt hat, dass es bei mir auf der Wunschliste landete und dann ist es, glaube ich, gebraucht bei mir eingezogen. Ich weiß aber, dass es mich dann nicht ganz so umgehauen hat, dass ich es nicht ganz so gelungen fand und es ist mittlerweile auch ausgezogen. Ich glaube, ich fand es ganz gut, aber eben auch nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, viel zu viel davon erwartet
als dass wir eben eine Art Bibliothek haben oder eben ein Antiquariat. Und ja, im Grunde haben wir hier einen älteren Mann, der sich um diese Bücher kümmert, und dann ist er auch Treffpunkt für jüngere Leute. Und dann ergibt sich da irgendwie so eine Liebesgeschichte aus Leuten, die sich dort treffen. Ja, es war okay, aber mehr nicht. Ja, Ghost Box, ja, ein Hörspiel. Der Tod ist nicht das Ende von Eva Leon Menger, von dem ist ja auch Monster 1983, und lange hat man darauf gewartet, dass etwas Neues kommt. Es müsste jetzt in diesem Jahr, im Februar, März, auf jeden Fall auch der zweite Teil kommen, wenn er nicht im ersten, jetzt im Januar kommt, weiß ich gerade gar nicht. Und ich bin ja ein Hörbuch-Fan und seit Monster 1983 auch durchaus ein Hörspiel-Fan, und Ghostbox war wirklich mega. Die Idee dahinter, dass man eben eine Box hat, wo man Stimmen ja, im Grunde von mehr oder weniger Geistern aufnehmen kann oder was sich so im Gehirn abspielt, fand ich mega spannend. Es hat mir unfassbar gut gefallen. Ich mochte auch dieses ganze Hörspiel-Ding super gerne. Ich finde, es irgendwie ist einfach mal eine andere Art des Hörspaßes, des Hörgenusses, und hat mir wirklich gut gefallen. Und ich freue mich, wie gesagt, auf den zweiten Teil. Glaube aber, dass ich den ersten dann nochmal re-hören werde. Weil, wie ich so selbst auch ein bisschen merke, fehlt mir doch ein bisschen Handlung. Und das ist halt so gefühlt immer das Problem, wenn man halt ein Jahr dazwischen hat oder mehr. Und bei mir ja auch durchaus um die 150 Bücher dazwischen liegen, dann ist das immer nicht ganz so einfach. Aber ja, von daher, das ist aber gelesen bzw. gehört und in sehr positiver Erinnerung. Und so positiv, dass ich eben auch den ja, ersten Teil nochmal hören möchte. Und dann war es Sehnsucht nach Sommer von Jackie Fellgut. Ich gehe mal davon aus, dass hier dann das echte Buch von ihr erschienen ist. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, testgelesen hat man es früher. Und als dann eben das Buch erschienen ist, ja, ist es im Grunde dann auch nochmal als E-Book bei mir eingezogen und liegt auch in Hardcover-Variante im Regal. Und dann zähle ich ja dieses Buch, wenn ich es testgelesen habe, nicht nochmal als Subbuch, sondern dann zählt es ja bei mir als Buch, was halt neu ist, aber nicht auf dem Sub landet. Und deswegen sind das, glaube ich, die 15 bzw. 16 Bücher. Und ja, ein wunderschönes Cover, wie ich finde, gefällt mir nach wie vor richtig, richtig gut. Und ja, wenn einer Liebesromane schreiben kann, dann die liebe Jackie. Ja, und das war es im Grunde jetzt auch schon. Ich habe von den 15 Büchern, die neu eingezogen sind, zwei nicht gelesen. Wieder ein sehr, sehr guter Schnitt. Und ich glaube auch, dass die zwei noch nicht gelesenen Bücher auf jeden Fall in diesem Jahr jetzt gelesen werden. Wahrscheinlich dauert es auch gar nicht so lange jetzt, wo man sie die sich wieder so ein bisschen in Erinnerung gebracht hat. Und ja, vielleicht kennt ihr ja die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die beiden, beziehungsweise vielleicht auch den Weltwach-Podcast oder Chris Carter allgemein. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, da würde ich mich natürlich freuen. Oder ob ihr auch eins der Bücher kennt, die ich schon gelesen habe, da bin ich natürlich genauso neugierig auf den Austausch. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.